Was hat Sie in den letzten Tagen geschüttelt? Ich habe eine Nachricht wahrgenommen, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention aussteigen möchte. Die Istanbul-Konvention wurde 2011 abgeschlossen vom Europarat. Das ist nicht der Europäische Rat, also nicht eine EU-Institution, sondern der Europarat ist für die Menschenrechte in Europa zuständig. Über 47 Staaten gehören dazu, auch die Türkei. Und die haben 2011 eine Konvention verabschiedet, dass häusliche Gewalt Verletzung der Menschenrechte ist. Und dass jetzt gerade die Türkei austreten will, aus der Istanbul-Konvention, hat mich geschüttelt. Und nicht nur mich, auch viele Frauen in der Türkei, das hat mich beeindruckt, sind auf die Straßen gegangen, haben demonstriert, gerade am 8. März, jetzt am Frauentag, und nochmal deutlich gemacht, nicht mit uns, haben Namen hochgehalten und haben gesagt, häusliche Gewalt muss Verletzung der Menschenrechte bleiben. Wir merken es, dass es in den Diskussionen, in den Debatten auch in unserem Land oft so Tendenzen eines Rollbacks gibt, eines Zurückrollens, als ob man wieder an alte Bilder zurück könnte, als ob das, was wir längst miteinander verabredet und auch verstanden haben, zurückgenommen werden könnte. Und ich glaube, dass wir auch in unserer Landeskirche, und da hat unsere Gleichstellungsbeauftragte darauf aufmerksam gemacht, dass auch wir in unserer Landeskirche gucken müssen, in unserem Leitungshandel. Ich denke, das ist schon alles selbstverständlich und plötzlich sind wir wieder eine Synode, die nur großteilig aus Männern besteht oder so weiter. Wir müssen da schauen, dass das ein ganz normales, selbstverständliches Leitungshandeln ist, dass Frauen vorkommen und dass Frauen ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können. Was hat Sie in diesen Tagen gerührt? Hier im Dom gibt es, wie in anderen Stellen in unserer Landeskirche, jetzt einen Ort für die Trauer. Unser Bischofskonvent, also die Pröbstin und die Pröbste und ich, wir haben gemeinsam überlegt, jetzt Trauerzeit, Trauerort, Trauergebet anzubieten an verschiedenen Kirchen. Jeden Freitag wird das auch im Internet zu sehen sein, eine Andacht. An vielen Stellen wird gebetet. Und ich habe hier bei der Andacht eine Kerze für meine Mutter angezündet, die im Dezember gestorben ist, und habe gemerkt, es rührt mich immer noch an und es ist so nah, weil Trauer braucht ihre Zeit und oft geht sie dann unter in dem täglichen Geschäft. Und dann machst du dir eine Andacht und denkst, du hast darüber schon genug geweint, und dann merkst du, du brauchst die Zeit und es rührt dich an. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auch die Zeit nehmen können, wo Sie sie brauchen für die Trauer und dass unsere Kirchen und unsere Gemeinschaften Orte der Trauer sind. Im Übrigen, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.